Die Beute wird gezählt in der Nacht. Hör, Sirene, blaues Licht in meiner Stadt. Der Blick von ganz weit oben auf dem Dach. Leere Seelen, Kopf, ein Gift mit letzter Kraft. Der erste Künstler, gegen den wir uns entschieden haben, ist Infinite. Der zweite Künstler, gegen den wir uns entscheiden müssen, ist Paré. Der dritte Künstler ist Vito. Und der letzte Künstler, gegen den sich die Jury entschieden hat, ist Kali. Kali, Infinite, Barré und Vito. Ihr wurdet eliminiert, aber werdet morgen früh nochmal die Möglichkeit haben, euch zu beweisen. Von euch vieren werden nur zwei überleben. Zwei von euch werden morgen aus dem Turnier ausscheiden. Bereitet euch bitte gut vor über Nacht. Jeder von euch muss einen Solo-Song performen. Und die zwei besten Songs werden gewinnen. Bereitet euch gut vor. Viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Auf geht's. Was geht, wieder ein weiterer Tag. Es wird immer härter auch für uns mit den Entscheidungen. Die Künstler sind wirklich alle top. Vier starke Künstler. Ich habe auch schon ein bisschen in die Proben reingehört. Kannst ja kaum überhören hier in der Villa. Es ist hart. Hart. Ich muss auch sagen, auch dieses Jahr finde ich irgendwie die Entscheidungen viel schwieriger. Ja, 100%. Wir sind bereit für den Krieg. Der holt das Ding, ne? Guckst du. Komm, lass mal anfangen, Bruder. Ich will mich hinlegen. Ja, ich kann nicht mehr. Songbattle Nummer 1 Million. Ich werde hier rasieren. Auf jeden Fall sind wir bereit für das Battle. Unsere Stimmen sind angeschlagen, aber wir geben trotzdem das Maximum. Deswegen viel Liebe an jeden und viel Glück natürlich auch. Hört sich gut an? Hört sich echt gut an? Auch Tune und so, Bridge auch? Ich will einfach nur diese Scheiße hinter mir bringen. Ich will nur diesen Song hinter mir springen. Ich will den an den Markt bringen. Ich will, dass die Leute den pumpen. Oder wenn ich rausfliege jetzt. Walla, Jimmesh, mich juckt das nicht. Bin gekommen und Bruder, ich gebe dir eine 1. Hauptsache ich hier mit einem schönen Abgang, das ist mein Ziel. Deswegen kommt auch dieser Banger. Weil wenn ich damit weiterkomme, war's das auch. Er kommt nicht noch einer gerade. Guten Morgen zum Song Battle an Tag 6. Kali, Infinite, Vito, Barré, ihr werdet heute alle gegeneinander antreten. Es geht um alles oder nichts für euch. Zwei werden weiterkommen. Zwei werden die Show verlassen müssen. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Ich wünsche euch viel Glück und viel Erfolg. Dankeschön, Bruder. Wer von euch vier möchte anfangen? Kali? Yes. Okay, let's go. Wish. Es ist tief, was sieht auf Street, mein G verliert niemals das Ziel, jagt Para. Bin im Banks aktiv, Habib, du siehst 5 G's im Balaklavas. Wieder laufen 3 CVs hinter mir her, ich mach den Runner. Deine Chick sagt, sie liebt dich, doch
Stadt insgeheim will sie. Komm vorbei, brauchst du Hajra, mein Anwalt klärt, sitz nicht mal in der Patsche. 3-5 Torbas der Grund, Gesichter vermummt, lauf bei dir ein mit Kanaken, klau dein Schmuck ab, kusch Fisch aus den Staaten, ich schieb nur Affen. Du siehst mich nachts im Coupé mit 3-4 Aschungs wieder aufwachsen. Wesh, wesh, ache, tech, tech, Paket, immer auf Hajra wie Kobalade. Flex weg, kache, Handshake, hasche, ich push zum Limit, reihe, will ne Patek, stehen bleiben. Ruf den Bärsch im Neckleid, spielte vor dem Bullen wie Usain Bolt, best side, gib ihm Paper, gib ihm Achter, zieh zweimal, flieg hoch wie. Viel passiert auf Street, mein G verliert niemals das Ziel, jagt Para. Bin im Banks aktiv, Habib, du siehst 5 G's im Balaklavas. Wieder laufen 3 Zivis hinter mir her, ich mach den Runner. Deine Chick sagt, sie liebt dich, doch insgeheim will sie doch mein Jarak. Tick Sittler, Ficker Mittler, Long Pape, Full Haze, Lemon Silver. Klatsch ach schon weg, weil sie will das. Dreh's Haut mal auf, weil ich kill grad. Will 10K auf legal, doch bleib auf Strat, bin Täter. TK's on Mars, Fick Bader. Auf T-Max, Push Amnesia, wesh. Shabab Schramm hier im Bando. Hajar brennt nachts im Range Row. Will Lila Buds im 7er. Voll bekifft und ich pump Nate Dogg. Weil ich Haze kiff und durch Standard. Guck, ich push Sticks weg auf Strada. Guck, spalt das, bist nicht in Anstalt. Will ich den Bastard kill, dann war's das. Es viel passiert auf Street, mein G verliert niemals das Ziel, jagt Para. Bin im Banks aktiv, Habib, du siehst 5 G's im Balaklavas. Wieder laufen 3 Zivis hinter mir her, ich mach den Runner. Deine Chick sagt, sie liebt dich, doch insgeheim will. Es viel passiert auf Street, mein G verliert niemals das Ziel, jagt Para. Bin im Banks aktiv, Habib, du siehst 5 G's im Balaklavas. Wieder laufen 3 Zivis hinter mir her, ich mach den Runner. Deine Chick sagt, sie liebt dich, doch insgeheim will sie doch mein Jarak. Wadala. ZDF-Nick, Omok. Ha. Kali. Geile Beat-Auswahl. Geil geflowt. Und den Song hier im One-Take zu performen, sehr starke Leistung. Cool. Mal was ganz anderes von der Beat-Auswahl. Aber ich muss sagen, das steht dir auf jeden Fall. Vor allem ist das wieder der gewohnte Flow von Kali, den man auch so kennt. Da liegt auf jeden Fall deine Stärke, finde ich. Auch die Hook ist cool, die hat auch was Besonderes gehabt. Für mich persönlich auch dein bester Song, den ich von dir gehört habe, als Solo. Und auch die Aussätze hast du dir ganz gut gesetzt, um Luft zu nehmen. Das hast du mega gut gemacht. Geiler Auftritt. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Hab die Glut nicht gesehen, als das Feuer noch klein war. Ich seh durch den Rauch keinen Ausweg mehr in meinen Kopf, aber helfen kann keiner. Und mein Bruder er pusht, rennt vor Police auf Flucht. Doch nur eine Träne von seiner Mutter nimmt ihm wieder die Luft. Lichter brennen nachts und leise, weht hier der Wind, erzählt uns das Leben. Ich erzähl ihm, seit wir Kinder sind, nur von Hass und meinen Problemen. Der Regen trocknet nie, ich kenn das viel zu gut. Die Sonne ist Jahre her, ich glaub sie hat uns nie besucht. Ah, der Schmerz, der sitzt so tief. Ich war gefangen in einem Krieg zwischen Liebe und Suizid. Ah, schwarze Rosen an mein Grab. Für jede Träne, die ich sah, die da ihr wegen mir bekam. Trotz der Liebe, die wir sahen, wurden wir mit den Jahren etwas seltsam. Wir haben uns an dem Feuer verbrannt. Das da war, um uns zu wärmen. Der Schmerz vergeht. Doch was bleibt, sind Namen. Walla, der Mond lacht in mein Bendo. Mein Kopf kaputt auf Sendung. Weil die Zeit, sie geht zu schnell. Verzeih mir, Daje, ich wollte nicht, dass du das siehst. Ich war als Kind nicht leicht, hab mit Feuer gespielt. Daje, Daje. Daje, Daje. Mbare, ja. Ich muss sagen, das, was du jetzt gemacht hast, war so wie wie ein Film, der Emotion, du hast eine Pause gelassen, da war so Gerede drin und dann plötzlich kommt die Ruck so aus dem Nichts, das war Gänsehaut pur. Dankeschön. So, ich habe in dem ersten Moment gedacht, es wurde alles still und dann plötzlich bam, wie ein Blitz.
Danke, also diese Atmosphäre, die du in deinem Stil schaffst, finde ich sehr stark. Dankeschön. Einen großen Vorteil hattest du, glaube ich, heute, trotz heiserner Stimme, und das ist der Ausblick, weil das unterstreicht voll den Film, den du hier fährst. Also ich hatte pure Gänsehaut, vor allem im Gegenruf. Mega geiler Auftritt. Danke, danke, danke. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich fand, das war auch ein sehr guter Auftritt. Ich habe es einfach genossen. Ich hatte zwischenzeitlich die Augen zu, habe einfach nur zugehört. War auf jeden Fall sehr geil. Dankeschön, ich liebe euch. Danke. Ey, ey, ey. I can fight, baby. Yeah, yeah, yeah. Leise Stimmen, die mir sagen, geh da raus und mach noch mehr. Bleib geblendet von dem Cash, doch ab am rechten Fleck mein Herz. Am Rasen, Augen offen, hör Sirene, halt mich fern. Ein Zugblick Richtung Himmel, greif nach Stern. Nix ist wie damals, guck, mein Bruder klärt sich, Fahrer für TPs. Leben zieht an dir vorbei, ich weiß, die Tage sind gezählt. Das Bett, auf dem ich schlaf, ist viel zu hart und unbequem. Deshalb mach ich die Nacht zum Tag, will niemals die 110. Bleibe unterm Radar, Kappe tief, Regen tropft auf meine Nylon. Brada, Amnesie vor Police, muss ich schweigen. Partner, Appetit auf Profit, nach Benzin riecht die Jeans wegen weißem Satan, ey. Ein ständiges Auf und Ab, ich bin so weit weg. Ich geh auf Distanz. Ich sag, ich mach's nie wieder, doch ich mach's von vorn. Ich bin so weit weg. Wurde groß zwischen Dealern von einem Hochhausplatz im verlorenen Dreck. Ich bin so weit weg. Ich bin so weit weg. Ich bin so weit weg. Ey, circa 13, Racks hab ich am Mann, ich bin ein Big Player. Big Broski wartet nur darauf, dass du ein Mistake machst. Fuck so Sport, ich geb meinem Youngen einen Schrittzähler. Stell mal keine Fragen, ich hab Antwort in meinem Windbreaker. One Shot reicht, Deutschland weiß. Ich kauf Teufel ein, das zum Freundschaftspreis. Und mach Teufel klein, pack's im Beutel ein. Seh kein Ende, das ist ein Teufelskreis. Ey, roll im Benzo, ich schluck Benzos. Hab Kontakte bis nach Bendo, das ist mein Hemmschuh. Wurde gebastelt wegen Enkro, nicht mehr im Bendo. Volle Nase, volles Tempo, voll auf Sendung. Ein Auge weint und ein Auge lacht. Ein ständiges Auf und Ab. Ich muss so weit weg. Ich geh auf Distanz. Ich sag, ich mach's nie wieder, doch ich mach's von vorn. Ich bin so weit weg. Wurde groß zwischen Dealern von einem Hochhausplatz im verlorenen Dreck. Ich bin so weit weg. Ich bin so weit weg. Ich bin so weit weg. Ey, yeah. Infinite. Yes, Sir, mein Bruder. Wie immer, starker Flow. Dankeschön, vielen Dank. Also auch sehr clean rübergebracht. Dankeschön, Bro. Und ich muss sagen, auch meine Gesangshook von dir. Bruder, ich hab gedacht, wenn, dann jetzt. So, ich hab mich was getraut. Vorher noch nie gemacht, vor allem nicht live performt. Ja, so. Es war auch mal was Neues und dennoch hast du es sehr gut umgesetzt. Dankeschön. Ich möchte noch was erwähnen, Infinite. Wir haben gestern beobachtet, du warst auch sehr lange wach und hast an diesem Song gearbeitet, weil du ganz genau wusstest, was auf dem Spiel steht. Dementsprechend sieht man heute anhand deiner Leistung, wie gut du auch vorbereitet bist. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Dankeschön. Sehr starker Auftritt. Danke. Yo. Trank dich über Mütze tief, wenn ich am Abend durch die Straßen step. Und roll im Wagen, der sich von alleine parken lässt. Tausend Fragen, in welchem Winkel ich meine Waren presse. Einmal riechen an dem Garten, ist der Stift im Warentest. Shit, erzähl mir nicht, wie ich Geschäfte führe. Ich buckel durch bei Packs und kriege immer noch die beste Blüte. Shit, ich hätte nicht mehr zu für den Rest zu müde. Und ich rolle noch ne Tüte und in Wüstenform auf Bühne. Meine Gegend stramm, wenn's drauf ankommt. Und du Pussy wachst, Blut gebadet auf wie Tampons. Auf die Frage nach ein Feed, keine Handlung. Und ich hab auf deutschen Rap Visier, ich bin auf Landung. Tony macht Picks, Shorty will Trips. Immer Topform, immer Kugel im Clip. Roll 24-7 von der Nahrungskette unten. Wie Mufasa, meine Stadt ist wie ein Dschungel. Tony macht Picks, Shorty will Trips. Immer Topform, immer Kugel im Clip. Roll 24-7 von der Nahrungskette unten. Wie Mufasa, meine Stadt ist wie ein Dschungel. Seit Jahren im selben Viertel, Arbeit ist vermittelt. Fahr mit über 100 über Seitenstraßen, sucht die Lücken. Tony fahndet und versperrt mir ein paar Brücken. Doch
doch das hindert nicht zu drücken. Ich bin immer für dich, da sag mir nur, was du brauchst. In mein Leben so viel Sinn ist, da darf nicht vielen vertrauen. So oft schon an den Millen dran, bis heute kam sie nicht raus. Vielleicht hab ich sie schon auch. Gib mir Teller Scampi, Baba Bandit. Es fallen auf die Schüsse, seh kein Kamerad-Team. Du warst nur ein Kunde und ein Kamerad nie. Hol dein Safe über die Mauern wie ein Paparazzi. Tony macht Picks, schau die wild Trips. Immer Topform, immer Kugel im Clip. Roll 24-7 von der Nahrungskette unten. Wie Mufasa, meine Stadt ist wie ein Dschungel. Tony macht Picks, schau die wild Trips. Immer Topform, immer Kugel im Clip. Roll 24-7 von der Nahrungskette unten. Wie Mufasa, meine Stadt ist wie ein Dschungel. Dankeschön. Vito, yes. Danke für deinen Auftritt. Wie fühlst du dich damit? Ich fühle mich super eigentlich, ja. Okay, sehr schön. Was ich bei dir immer sehr, sehr besonders finde, ist der Bass und der Druck in deiner Stimme. Dankeschön. Das macht das für mich einfach aus. Und ich fand auch deine Rap-Parts sehr, sehr stark. Die Hook ist, glaube ich, für mich etwas so, was ich so zwei, dreimal hören müsste. Mhm. Und dann wird es wahrscheinlich im Kopf bleiben. Ja, safe. Aber die Rap-Parts, die sind auf jeden Fall im Ohr geblieben. Ich küsse dein Herz. Ich muss dagegen sagen, die Hook hatte was, die hat mich sofort gecatcht. Danke dir. Also genau das Gegenteil. Ich finde auch so performance-technisch, versuchst du immer mehr was draufzulegen, du bewegst dich immer mehr mit den Händen und Armen. Das ist schön zu sehen, wie du hier bei Icon aufbüßt und aus dir rauskommst. Ich finde die Beat-Auswahl, die du getroffen hast für deine Stimmfarbe, passt genau zu dir. Man hat das sehr schön raushören können. Die Rap-Parts waren auch clean. Deine schöne Tenorstimme kommt sehr zum Vorschein. Ja. Die Hook war auch gut. Ich schließe mich da ein bisschen auf BZ an. Man muss da ein paar Mal reinhören, damit die halt so ein bisschen im Kopf bleibt. Aber sehr. Ansonsten war das eine gute Performance, die du abgelegt hast. Ich bedanke mich, ja. Ich küsse eure Herz. Liebe Künstler, an erster Stelle möchte ich jetzt weit Lob aussprechen. Für eure Leistung bis hierhin. Es war kein einfacher Weg. Ihr habt es geschafft, von 1200 Künstlern bis zur Top 12 zu kommen. Dennoch müssen wir uns von zwei heute verabschieden. Ich fange mal an bei Infinite. Ich finde es sehr schade, weil du hast bisher eine sehr, sehr konstante, sehr gute Leistung immer gebracht. Du hattest gestern ein Show, was dir bisher noch nie passiert ist. Aber dennoch muss ich sagen, heute warst du mit Abstand der Beste aus allen vier. Du hast mega gut geglänzt. Du hast eine mega gute Leistung gebracht. Und genau deswegen bist du der Erste, der zurück in die Bühne kam. Dankeschön. Ja, bei euch dreien sehen wir auf jeden Fall mehr Defizite im Vergleich zu den anderen Künstlern hier. Bei dem einen oder anderen von euch haben wir viel, viel mehr erwartet, aber leider nicht das bekommen, was wir wollten. Kali, ich fange bei dir an. Wir haben oft mal erwähnt gehabt, dass du halt in deinen Songs oft Luftprobleme hast. Das heißt, deine Pausensetzung ist noch nicht 1A. Das ist eine Sache auf jeden Fall, woran du noch arbeiten musst. Vito, zu dir muss ich sagen, du warst am Anfang einer der Favoriten hier. Vor allem mit deiner Bewerbung Dauli Jagd hast du die Messlatte sehr, sehr hoch geschossen. Vielleicht hast du damit auch unsere Erwartung viel zu hoch gesetzt. Ich war bei Icon 3 da, ich war bei Icon 4 da. Bei Icon 4 haben die dann dementsprechend, weil ich auch mit einem anderen Abgang gegangen bin, war die Messlatte hoch angesetzt. Vito, bei dir ist es auch, dass ich gemerkt habe, zumindest rausgehört habe, in den anderen Konstellationen mit den anderen bist du ein bisschen untergegangen. Dementsprechend heute bei der Solo-Leistung hat man etwas mehr von dir gesehen und gehört. Es ist für uns eine ganz schwierige Entscheidung, jetzt zu entscheiden, wer derjenige ist, der noch hier verbleiben wird. Barry, jo. Du wurdest in den letzten Tagen von uns sehr oft gelobt. Du hast sehr wenig Kritik von uns bekommen. Heute hatten wir ein bisschen das Gefühl, als wenn du ein wenig nachlässt. Barry, ich muss dir sagen, dass es dich getroffen hat,
in der gestrigen Challenge. Heute darfst du noch hier bleiben. Ich darf schon was sagen, egal was jetzt noch passiert, die Jungs beide sind sehr starke Künstler und ich habe die Jungs auch sehr an mein Herz geschlossen. Und ich hoffe wirklich für euch auch, dass sie vielleicht noch eine Ausnahme machen und eine Person weiter mitnehmen. Wenn nicht, ihr wisst, Jungs, ich liebe euch. Vito und Kali, ich wünschte, ich könnte eine Ausnahme machen, beziehungsweise wir, so wie Barry es vorgeschlagen hat. Allerdings sind uns die Hände gebunden. Ihr wart eine große Bereicherung für dieses Format. Es war uns eine Ehre, euch kennengelernt zu haben. Danke, dass ihr hier teilgenommen habt. Vielen Dank für euer Vertrauen. Wir wünschen euch auf eurem weiteren Weg ganz viel Erfolg. Dankeschön, dass man da sein durfte. Viel Liebe an jeden und an jeden Künstler. Und zwar, glaube ich, die beste Zeit, die ich hatte. Wallah, ja, Respekt für jeden. Ich küsse eure Augen, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich konnte sehr, sehr viel mitnehmen und auch sehr, sehr viele Leute ins Herz schießen. Und ich glaube, das war auch eine der wichtigsten Sachen, so, die ich in meinem Leben auch so mitgenommen habe. Was ich mit einem Wort meine Erfahrungen in der Villa beschreiben, wie soll ich sagen? Ich würde einfach sagen, das war verrückt. Verrückt ist schon ein gutes Wort, verrückt. Das war einfach für mich, ich schwöre auf alles, das war alles für mich was Spezielles hier. Ich nehme das alles mit. Bis ans Ende meines Lebens, weil ich sowas noch nie als Erfahrung mitgenommen habe, auf jeden Fall. Wir haben immer sehr viel miteinander geredet, sehr viele Jungs, immer über alles. Und ich glaube, es hat auch jedem immer gut getan. Scheiße. Auf jeden Fall, was soll ich sagen, Leute, das war die Entscheidung der Jury. Ich finde, ich habe trotzdem einen Baba-Baba-Song rausgebracht. Ich finde, das war ein Abgang. Und, da gibt es wirklich eine Handvoll Jungs, mit denen ich auch privat natürlich sehr, sehr gut in Kontakt bleiben werde und wir uns öfters sehen werden und deswegen gab es da schon eine gewisse Verbindung. So. Nach Eiken geht es erst richtig los. Man hatte vorher ein paar Probleme, man hat ein bisschen verschlafen, man hat ja noch ein privates Leben, aber jetzt geht es erst richtig los, deswegen macht euch gefasst, meine Freunde. Mucke, alles was ihr wollt, kriegt ihr alles, die ganze Palette, kommt vorbeikommen, ihr kriegt alles, ihr wisst Bescheid, ich küsse eure Augen, ciao, ciao. Aber ich finde auf jeden Fall, dass ich bis jetzt eine sehr gute Leistung gebracht habe hier. Ich kriege auch die Liebe dafür und das freut mich sehr. Deswegen Vollgas einfach weiter, immer weitermachen, gar nicht an irgendwas zweifeln. Einfach straight, geradeaus. Und dann gibt es auch kein Links und Rechts. Deswegen, Wallah, ich küsse eure Augen. Jury auch, ich küsse eure Augen. Emre, BZ und Sandro. Ich küsse eure Augen, auch wenn wir hier und da mal unsere Streitereien hatten. Und deswegen, das ist jetzt für mich auch kein Punkt, wo ich jetzt down bin, darüber, dass ich rausgeflogen bin. Ich glaube, das hat mich sogar eher aufgeweckt, um noch mehr Gas zu geben. So. Und das werden auch alle zu spüren bekommen. Willkommen bei Tag 6 von Icon 5. Ihr 10 Künstler habt es geschafft, euch bis zu diesem Punkt hier vorzukämpfen. Das ist eine Riesenleistung und ich glaube, jeder von euch kann stolz sein, hier in dieser Position zu stehen. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die es geschafft haben. Über die letzten 5 Tage hat jeder einzelne von euch konstant gut abgeliefert. Ihr wart fokussiert, ihr wart gut vorbereitet und dementsprechend sind auch krasse Songs entstanden. Und im Gegenzug dafür freue ich mich, euch heute ankündigen zu dürfen, dass keiner von euch nach Hause gehen muss. Doch freut euch nicht zu früh, denn jeder von euch hat immer noch sein Kopfgeld zu verlieren. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, einander herauszufordern für euer Kopfgeld.
schlimm. Barré, Bayer und Shabab. Wen möchtest du hier herausfordern? Barré, du hast ein Kopfgeld von 3.000 Euro und Infinite 2.000. Die restlichen von euch haben jeweils ein Kopfgeld von 1.000 Euro. Das heißt, euer Battle geht sich um eine Gesamtsumme von 9.000 Euro. Ihr habt jetzt nochmal die Chance, euch vernünftig vorzubereiten und ich wünsche euch jetzt viel Glück und viel Erfolg. Kenan, Yassin und Azu. Ihr habt alle ein Kopfgeld von jeweils 2.000 Euro von euren vorherigen Battles. Und Rasha, du hattest noch nicht die Möglichkeit anzutreten, deswegen ist dein Kopfgeld noch bei 1.000 Euro. Das heißt, euer Battle geht um eine Gesamtsumme von 7.000 Euro. Das Internet, Tage, das wird so wild. Ich schwöre, ihr wolltet diese Kombi, ihr wolltet Kenan und Rasha, jetzt habt ihr Kenan und Rasha. Hier, versprochen ist versprochen. Ein Mann, ein Wort, kein Wörterbuch. Ich stimme in die Lied im Rennen, es geht immer um weiß, es geht immer um Rasch. Ich bin leider gefangen, meine Barrio, keiner muss wieder mal unter die Waage holen. In mein Pachimo, keiner muss die Waage holen. In den Cabrio, jeder will die Mali. Alle! Schon krass. Haben wir noch einen? Noch ein Ding. Ey, aber wenn mein Part beginnt, ich muss gucken, wie ich das mache. Was denn? Wir fangen an. Hey, let's get up. Taschenmann lernen, nichts ist für ewig, haben wir so gelernt. Blutige Hände, sie greifen nach Stern. Leere Versprechen, mein Schicht und mein Herz, wow. Immer mehr Mischgelds im Block, geht's heiß her. Generation King, kein Stop, wollen noch mehr. Sie scheint nur mit meiner DNA. Habiba. Nur du bist mon amour, Urua. Mon amour, mon amour. Nur du bist mon amour, was ich will. Polizia lief durch die Tür, Habiba kann nichts dafür. Lade sie nach, weil ich muss. Kein Tennisspieler, doch von meiner Seite kommt ein Schuss. Voller Fokus durch dich hab ich die Aura von Shanks. Beende den Krieg, mach dir keinen Kopf, ich halte dich fest. Ey. Immer mehr Mischgelds im Block, geht's heiß her. Generation King, kein Stop, wollen noch mehr. Sie scheint nur mit meiner DNA. Habiba. Nur du bist mon amour, Mon amour.
merk dir. Ich fand die Songidee auf jeden Fall sehr interessant. Skandal, auch mal was Gefühlvolles, kennt man von dir jetzt nicht so ganz. Deswegen fand ich dein Part ganz gut. Dankeschön. Ich muss sagen, Infinite, bei deinen Gesangspassagen bist du schon etwas untergegangen. Also ich fand safe. Ich habe mich nicht mal selber gehört, so leise war ich. Ja, das war halt nicht so besonders. Biggie, yes. Ich finde, du hast am besten auf diese Art von Beat draufgepasst. Man merkt, du hast auf jeden Fall den Unterschied auf diesem Song gemacht. Vor allem auch in der Hook. Dankeschön. Also ich muss mich da auf jeden Fall anschließen. Biggie, ich finde auch, deine Hook hat extrem viel Ohrwurmpotenzial. Auch für mich mit einer deiner besten Hooks bisher. Bleibt auf jeden Fall direkt im Ohr. Skandals Part fand ich sehr, sehr stark. Dankeschön. Infinite bei dir, muss ich sagen, bisher eine deiner schwächeren Leistungen. Ich rap morgen wieder. Wir bedanken uns für euren Auftritt. Wir bitten die nächste Gruppe nach vorne. Ich lass hinter mir graue Tage und Regen, die Sonne erwartet mich. Auf der Autobahn pustet du mein aus, nein, ich spare nicht. Mein Herz ist nicht wie deins, nein, wir sind nicht gleich. Mi amor, ich weiß nicht, ob ich bleib, alles wird nicht mehr so wie davor. Dilemmen, sag mir, wo bist du? Immer Film in mein Barrio. Sie fragen nach Shabab, rap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 a. Häng draußen bis Sabah, rotototototopapapapapa. Kannst du mich sehen? Oh, the lemon. Schlechte Tage, sie vergehen. Sie sind weg, sie sind passé. Seh die Sonne untergehen. Ich lauf zu ihr, alle, alle. Die Sonne, sie läuft von mir weg. Bin fast da, ich lauf ihr nach. Frag mich, wo sie sich versteckt. Ich suche, bis der Mond mich schafft. Von mir mit. Guck in die Augen, mon ami. Die Liebe ist schon lange verschwunden. In seinen Augen siehst du Krieg. Awe, das letzte Mal auf ein Sold und tanz mal Bill. Awe, bleibst du bei mir? Bayor und Shabab. Also,
Das ist für mich ein absoluter Hit von euch dreien. Wow. Ich habe jetzt schon Ohrwurm. Hat sehr viel Spaß gemacht reinzuhören. Ich würde ihn am liebsten nochmal hören. Dankeschön. Ich liebe euch. Dankeschön. Besten Dank. Barré, Bayor und Shabab, eine ganz giftige Kombination, die ihr hier habt. Auf jeden Fall, der Song ist sehr stark gewesen, hat sehr viele Höhen und Tiefen gehabt, gute Passagen, eine starke Melodie. Shabab, du bist auf diesen Song auch wieder richtig gut aufgegangen, finde ich. Das ist genau dein Stil, was dich ausmacht. Ihr habt auf jeden Fall einen sehr ordentlichen Auftritt geleistet. Vielen Dank. Ich muss auch sagen, ihr habt das extrem geil strukturiert. Also jeder hat geglänzt heute. Und ich bin froh, dass es heute nur um Kopfgeld geht. Und was soll ich sagen? Ich bin sprachlos. Ich habe jetzt schon Ohrwurm. Ich mache einfach nur schnell, dass der Song auf Spotify rauskommt und ich ihn runterhören kann. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank, Walla, wir sind sehr glücklich. Hiermit kommen wir zum Kopfgeld und zum Sieger der heutigen Challenge. Wir sind froh, dass es heute nur ums Kopfgeld geht und nicht um den Rauschmiss. Und ich hoffe an erster Stelle, dass ihr Spaß hattet. Yes, sehr, 100%. Heute ging es ja um 9000 Euro. Und das ist ein Batzen Geld. Und die Gruppe, die die 9000 Euro gewonnen hat, geht an Awe, Awe, Awe. Bayo, du bist jetzt 2000 Euro wert. Shabab, dasselbe gilt auch für dich. Ei! Barré, du liegst aktuell bei 4000 Euro und hast das meiste Geld. Barré, man muss ja sagen, dass du bisher ganz wenige Solo-Chancen hattest. Ich denke, wir legen die nächste Chance so aus, dass jemand deine 4000 Euro zurückschnappen kann. Also aber lass mich in Ruhe, bitte. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ich glaube, hier gibt es keinen, der Barré herausfordern will. So. Skandal, Infinite und Biggie. Euer Kopfgeld wurde hiermit auf Null gesetzt. Okay, Jungs, danke für euren Auftritt. Kenner. Russia. Wir sind da, Bruder. Hahaha. Odin Bebek, roll mit Kennern im RS6. Beste Hasch und beste Flex mit meinem Bruder so Private Jets. Ey, Platz mit den Brüsen, ein Zimmer rein. Aber Snack und genieß mein Dinner-Time. Mit der Gegend macht ein Krach und weckt die halbe Nachbarschaft. Tiki Taka na dime topa. Ey, Klassik für Barcelona. Chocolata von Mallorca. Willst du frisch, neulich deine Tochter? Keine Mucke fürs Radio. Kennern ist ab Tag nadenlos, ey. Tipp auf Espanol in der Hoffnung, dass ich hier Cash raushole, ey. Denn wir wollen dicke, alle spitze Scheine starten. Ey. Der Kopf ist tot, pardon Mama, ich hab die Taten gemacht. Ich bereue aufs Neue, mein Weg war nicht gerade. Ich schau den Teufel flüstern, dies, da ist die Straße. Wir wollen dicke, alle spitze Scheine starten. Ey. Der Kopf ist tot, pardon Mama, ich hab die Taten gemacht. Ich bereue aufs Neue, mein Weg war nicht gerade. Ey. Ich schau den Teufel flüstern, dies, da ist die Straße. Du Brasilianer, Neymar J, wache im Laster.
Butter. Kenan, Rasha, auf jeden Fall eine schöne Kombi. Die haben wir auch schon in Vergangenheit gehört. Übrigens eine Kombi, die du Habibi gerne auch sehen wolltest. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein sehr schöner Auftritt von euch beiden. Rasha auch mal was anderes, was Schnelles. Du hast dich sehr gut anpassen können. Also ich fand Dankeschön auch wirklich diese Melodien, die ihr zusammengebracht habt, sehr schön. Die haben gepasst. Ja. Dankeschön, danke. Und ich fand nicht nur die Melodien, auch optisch und auch größentechnisch passt ihr sehr gut zusammen. Und auch altertechnisch. Ich finde, ihr seid wirklich eine sehr passende Kombo, wenn man das so sagen kann. Dankeschön. Ja, Kenan und Rasha, ich bin halt immer wieder aufs Neue überrascht von euch. Ihr seid eine große Überraschung dieses Jahr für alle hier in der Villa. Ihr schafft es immer wieder, jedes Mal aufs Neue zu überzeugen. Und auch bei dir, Rasha, mit der Betonung, das habe ich letztes Mal angesprochen, jetzt hast du es perfekt umgesetzt. Und Kenan, also du machst es immer wieder gut, ein geisteskranker Auftritt. Dankeschön, Jungs. Dankeschön. So, dann würden wir als nächstes Azu und Yassin nach vorne bitten. Azu und Yassin, ich muss sagen, das war wirklich das erste Mal, dass man euch zusammen gehört hat. Und ich fand es wirklich eine sehr, sehr krasse Kombination. Ihr habt mich in einen Film reingeholt und nicht mehr rausgelassen. Vor allem Azu, nachdem du da wieder mit deiner Stimme reinkommst, dann hast du mich sowieso, das weißt du. Also sehr, sehr starke Leistung. Wird auf jeden Fall auch bei mir in der Playlist dann, sobald der Song rauskommt. Ich küsse deine Augen. Azu. Ja, das ist so ein typischer Song, wenn du abends in der Sommernacht perfekt fährst, mit einer Begleitung, Fenster unten. Was für eine Begleitung, Emre? Also ihr habt den Vibe zu 100% gecatcht.
Also mit so einer geilen Aussicht, so ein geisteskranker Song. Ich danke euch für diesen Hit. Yasin Azu, interessante Kombi. Ich muss sagen, ihr habt einen sehr guten Vibe erschaffen. Mal was ganz anderes auch von der Beat-Auswahl. Die Drums haben auch was gegeben. Dieser Groove, der drin war, der hat irgendwie alles passend gemacht zum Song. Eure Stimmen haben richtig gut harmoniert. Azu, vor allem, ich bin sehr begeistert von deiner Stimme. Das erwähne ich immer wieder. Ist dein Herz. Autotune rein operiert. Ich hab GBL-Box hier. Colin hat mir hier eine GBL-Box gemacht in meinem Hals. Dieses Switch zwischen Rap und Gesang steht dir auf jeden Fall gut und du bewegst dich momentan wirklich auf eine gute Linie für die Zukunft, muss ich sagen. Freut mich zu hören, Bro. Dann bitte ich einmal Kenan und Rasha nochmal rein. So, dann kommen wir jetzt zu dem Ergebnis der heutigen Kopfgeld-Challenge. Kenan und Rasha, ihr seid angetreten gegen Azu und Yasin. Ja. Ja, sehr, ja klar. Und es ging hier um 7.000 Euro für die gewinnende Gruppe. Vai. Bei der einen Gruppe wird jetzt gleich die Kasse dick klingeln auf jeden Fall. Und die Gruppe, bei der es klingeln wird, ist Azu und Yasin. Azu, damit beträgt dein Kopfgeld jetzt 3.500 Euro. Yasin, auch du hast jetzt einen Wert von 3.500 Euro. Kenan und Rasha, euer Kopfgeld wird auf Null gesetzt. Jedes Mal, mein Gott. Vielen Dank an alle Künstler für die heutigen Songs. Es hat sehr viel Spaß gemacht, euch zu... Dankeschön euch. Ein Applaus dafür. Kenan, Rasha, Azu, Yasin, vielen Dank für euren Auftritt. Ihr hattet heute alle einen etwas entspannteren Tag. Einige von euch sind etwas reicher, einige etwas ärmer, aber die gute Nachricht ist, keiner von euch muss heute nach Hause gehen. Dafür, dass ihr euch heute etwas entspannen konntet, wird der Tag morgen aber umso härter. Ihr werdet jetzt in zwei Gruppen aufgeteilt, Skandal und Azu. Ihr seid die Team-Captains und dürft euch das Team zusammenstellen. Ich würde euch bitten, nach vorne zu treten. Ihr habt jetzt die Aufgabe, eure jeweiligen Teams zusammenzustellen. Wer von euch will anfangen? Also das sind die beiden Teams für die morgige Challenge. Ihr werdet morgen im Team auftreten und im Team gewinnen oder verlieren. Und das gesamte verlierende Team wird morgen eliminiert. Wir sind angekommen am Tag 7. Wir sind heute mitten in Malaga, in wunderschönen Bergen, mit einer wunderschönen Aussicht. Wie gefällt's euch? Verliert niemals das Ziel, jagt Barra.